Friedrich der Große ist nicht nur ein großer König gewesen, er hat auch Kriege führen müssen, ich sag mal müssen. Er war aber auch ein schöner Geist, hat Geige gespielt und er hat auch ganz viele Gedichte geschrieben. Ich habe hier ein Buch, das heißt Die Werke Friedrichs des Großen, 10. Band, also davon besitze ich kaum welche, also Dichtungen zweiter Teil, herausgegeben von Gustav Berthold Wolz, Verlag von Reimer Hobbing in Berlin, 1914. Habe ich zufällig gefunden und entdeckt und so wie ich bin, gebe ich euch vieles weiter. Die Einleitung des Herausgebers fängt so an: Während die Oden und Episteln, die der 9. Band unserer Ausgabe enthält, den Charakter von Lehrgedichten tragen, bringt der vorliegende Band eine Auswahl von Poesien, die einer besonderen Stimmung, einer bestimmten Situation ihre Entstehung verdanken und sich so als Gelegenheitsdichtungen kennzeichnen. Die chronologische Anordnung der Gedichte gewährt uns die Möglichkeit, Friedrichs Entwicklung und seine Lebensschicksale von seiner Jugend bis in das hohe Alter zu verfolgen. So, und ich lese das erste vor, und das ist das Tabakskollegium um 1729. Ich hab mich aus der Tabagie gedrückt, sonst wär ich ohne Hexerei erstickt. Dort kann man herzlich Langeweile spüren. Geredet wird allein von Bataillieren. Mir, der ich friedlicher Gemütsart bin, will dieses Thema gar nicht in den Sinn. Die Flucht ergreifend eile ich zum Mahl, nicht etwa, weil ich gar so hungrig bin, nein, um mit einem Zuge den Pokal zu leeren auf die teure Königin.